Und der Franzose gewann 2:0 gegen den Mann aus Rumänien. Sie stehen im Finale und das ist immer das Schöne, wenn die Länder ihre eigenen Wettkämpfer so anfeuern, dann kommt richtig Stimmung auf. So, das erste Finale des heutigen Tages, Frankreich-Türkei. Das Schöne bei den Leichtgewichten ist, sie beginnen immer sehr aktiv, sie wollen, sie gehen, sie sind schnell. Das zeigen sie immer. Je schwerer die Wettkämpfer werden, desto langsamer werden auch die Kämpfe. Das ist manchmal etwas schade. Darum genießen wir diesen Kampf. Aus der Türkei, der war schon mehrfacher Medaillengewinner an den Junioren-Europameisterschaften U16 und auch U18. Also der ist ein Routinier. Ja, noch 30 Sekunden. Das war zu wenig von Blau. Und der Franzose wurde letztes Jahr Fünfter. An dem der Schlag ging vorbei bei Blau. Und Rot macht ihn. Ja, 1:0 Führung für den Mann aus der Türkei. Noch 13 Sekunden. Noch 5. Und aus. Ja. Türkei holt eine Goldmedaille mehr. Das natürlich der Franzose etwas enttäuscht. Das ist klar, verständlich. So, wir kommen zum nächsten Finale. Da war die Beteiligung von Ticino Noah. Der hatte einen schlechten Start. Er wurde disqualifiziert, war 3:2 in Führung. Ja, hier sehen wir noch einige langsame second place, silver medalist,
Felix Martin. And European champion in this category in first place for Eray Sandan, Turkey. Thank you.